bin Richard, bin 33 Jahre alt, bin Diakon, momentan in der Pfarre Cyril und Method und bereite mich langsam jetzt auf die Priesterweihe vor. Es ist nicht so eine Idee, die sie über 30 Jahre gezogen hat, in das Kind entstanden ist, sondern beim Aufenthalt in Barcelona mit 22 Jahren habe ich sehr intensive Gebetserfahrung auch gehabt und das war dann der Startschuss, mich mit meinem Glauben näher auseinanderzusetzen und es hat sich dann auch sehr schnell rauskristallisiert, wo ich hingehen möchte und wo ich einen Ruf verspüre. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Also meine Freunde haben einen Wettpool eröffnet, wie lang der Hansl das aushält im Priesterseminar. Es war für meine Familie auf jeden Fall eine Herausforderung, als ich ins Priesterseminar gekommen bin. Am Anfang die Skepsis, ob das eigene Kind in dieser Rolle und auch an diesem Ort auch glücklich wird. Aber sie haben dann eben den Weg und auch das Seminar und diesen spezifischen Teil der Kirche näher kennengelernt und sehr schnell ist dann die Skepsis in Freude und Stolz umgeschwungen und jetzt sind schon alle sehr freudig gespannt auf die Priesterweihe. Ja, die heiße Phase hat jetzt langsam begonnen. Es ist auf der einen Seite Business as usual, das heißt, man ist in der Pfarre, man nimmt seine Aufgaben hier wahr. Gleichzeitig gibt es Kurse im Priesterseminar, das heißt Mittwoch, Donnerstag, Einheiten, wo wir halt Dinge vertiefen. Man muss ja auch lernen, wie man Messe zelebriert, Zelebrationskurse, die Diözese näher kennenlernt, die Abteilungen. Und dann in meinem Fall sind noch ein paar Prüfungen zu erledigen, so die dritte Aufgabe. Also mir wird nicht langweilig die nächsten Monate. Man hat immer manche Dinge, mit denen man sich anfreunden muss, gewisse Dogmen, die man nicht so leicht versteht. Also ich habe bei meinem Eintritt gesagt, wenn mir etwas sehr willkürlich vorkommt, dann werde ich mich wahrscheinlich wieder verabschieden, wenn ich es wirklich nicht nachvollziehen kann. Aber ich habe es bis jetzt nicht gefunden. Es gibt Dinge, da tut man sich schwerer, es gibt Dinge, die einem persönlich jetzt nicht so nahe liegen. Aber ich verstehe immer die Intention hinter Glaubensentscheidungen, hinter Entscheidungen der Kirche. Und der Glaube selbst war für mich immer eine wichtige Triebkraft. Und da ist zum Glück auch der Zweifel sehr stark ausgeblieben. Also Gott ist derjenige, der so meinen Alltag prägt. Also ich sage immer, das Gebet sind so die Leitplanken und das Fundament in meinem Alltag. Es beginnt wirklich in der Früh mit dem Gebet und endet am Abend mit dem Gebet. Ich glaube, über bloße theoretische Vermittlung werden die Menschen auch heutzutage nicht erreicht. Das heißt, sie müssen merken, dass das eine authentische Persönlichkeit ist, die betet, die gläubig ist, aber die gleichzeitig auch diesen Glauben auf die Menschen anwenden kann, der bei den Menschen ist, der auf ihre Fragen auch reagieren kann, der Hirte, der inmitten der Schafe steht und nicht nur immer vorausgeht und auch manchmal nachgehen muss, um die Verlorenen aufzufangen.